Journalistinnen des Spiegels enthüllten, dass der Täter von Hanau 2019 zu Schießtrainings in die Slowakei fuhr. Zweimal nahm er dort an Gefechtstrainings teil, wo er für Kampfeinsätze mit Schusswaffen, einschließlich eines Sturmgewehrs, trainierte. Es ist schwer vorstellbar, dass weder der slowakische noch der deutsche Geheimdienst sich dafür interessieren, wer sich auf europäischen Schießplätzen auf Kampfeinsätze mit Sturmgewehren vorbereitet. Warum wurde von slowakischen Behörden nichts an deutsche Behörden gemeldet und umgekehrt?